Hallo Freunde der DJI Mini 3 Pro. Heute lassen wir die Drohne mal ein paar hundert Meter wegfliegen und schalten dann mal den Remote Controller ab und schauen dann, was passiert. Ich schaue aber noch mal kurz, ob hier alle korrekten Maßnahmen richtig eingeschaltet sind für einen autonomen Rückflug. Die Rückflughöhe machen wir mal so 40 Meter. Die Bäume, die hier stehen, sind alle maximal 30 Meter hoch. Na gut, machen wir mal ein paar Meter mehr. 50 sicherheitshalber. Und dann schauen wir mal, ob die Drohne alleine zurückkommt. Take off. So, wir fliegen mal da in die Richtung, was zur Waldkante vielleicht. Da sind nicht so viele Bäume im Weg. Da habe ich die Drohne auch gut im Blick, auch auf ein paar hundert Meter Entfernung. So, schauen wir mal. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, ist wirklich eine schöne Gegend hier zum Fliegen. Findet man selten. Ja, ich kann die Drohne immer noch gut sehen. Sie fliegt und fliegt. Ja, ich sollte vielleicht ein bisschen höher gehen. Immer noch gut in Sicht, die Drohne. Ja, ich sehe sie noch gut. Na gut, wir fliegen mal bis zur Waldkante und dann fliegen wir zurück. Ja, dann schalte ich sozusagen den Remote Controller ab. Die kleinen Bombentrichter haben sich jetzt mit Wasser gefüllt. Normalerweise sind die immer leer. Okay. So. Gut, lassen wir die Drohne mal in der Entfernung. Rückkehrhöhe 50 Meter. Und Hindernisvermeidung ist an auf Umleitung. Okay. So, dann schalte ich mal meine GoPro an. Und dann schalten wir mal den Remote Controller aus. So, Fernsteuerung nicht mehr verbunden. Gut. So, dann harren wir mal der Dinge, die da kommen. Wie lange wird es dauern, bis die Drohne wieder da ist? Anderthalb Minuten vielleicht. Gut, dann gucken wir mal in die Richtung. Irgendwann müssen wir sie ja dann hören. Jo, ich habe sowas schon mit der Mavic Mini und mit der Mini 2 gemacht. Meiner 3000 Meter Strecke in Arneburg. Beim richtig guten Test mit der Mavic Mini, da hatte ich aber glaube ich vergessen, die Aufnahme von der Drohne zu aktivieren. Das war dann ein bisschen peinlich, da hatte ich dann kein Videomaterial von dem Flug. So, bin ich immer gespannt, wann die Drohne ankommt. 11 Sekunden dauert es immer nach Kontaktverlust, bis sie in Return to Home geht. Und dann fliegt sie zurück. Ich kann hier mal ein bisschen in den Schatten gehen. Oh, jetzt war ich hier ein bisschen mehr Schatten. Mal schauen, wann sie kommt. Muss ich mal Pudelmütze hochschieben. Manchmal hört man sie dann schon. Ah, da kommt sie. Kommt sie. Ja, in 50 Meter Höhe. Okay, jetzt wird sie langsamer. Dann wird sie ja wohl automatisch landen, wo sie gestartet ist. Der Weg hier müsste eigentlich ganz gut geeignet sein. Jetzt ist sie direkt über mir. Nur mal schauen. Oh, jetzt geht sie runter. So, mal sehen, ob sie automatisch landet. Und was macht sie jetzt? Ja. Das ist ein Meter neben dem Startpunkt. Ui, naja, das Gas gehäckselt. Ah.
Na gut, dann mache ich mal die Fernsteuerung wieder an, damit ich die Videodatei richtig abschließen kann. Sonst hat man immer ein korruptes File bei solchen Aktionen, wenn die Videoaufnahme in der Drohne nicht richtig terminiert wird. So, mal schauen. Nehmen wir mal die Verbindung wieder auf. Jetzt müsste gleich wieder Kontakt haben. Ja, Aufnahme läuft. Gut. Tja, ganz schön kalt heute. Das war doch mal wieder ein lustiger Test. Also Return to Home funktioniert ganz gut. Jo, kann man nichts weiter dazu sagen. Also wenn man die Verbindung abreißt, in ein paar hundert Meter Entfernung, ist das kein Problem. Jo, ich habe das ja damals mit der Mavic Mini und mit der Mini 2 auch mal probiert, auf 3 Kilometer Entfernung. Das war dann schon ein bisschen aufregender, weil die Drohne ungefähr 7-8 Minuten gebraucht hat, um zurückzukommen. Das war dann 7 Minutes of Horror. Oder nee, wie hat die NASA das gesagt bei der Rover-Landung? 15 Minutes of Terror oder irgend sowas. Na gut, ja, lustige Sache.